Natur genießen, Spaß haben, beieinander sein. So leben sie hier, in der buckligen Welt. Die, die von hier sind, mögen es so. Und die Gäste natürlich auch. Es lohnt sicher jede Hütte ein, auf einen kleinen Einkehrschwung und wie so auf da oben gehört. Man geht bei keiner Hütte vorbei, sagen wir immer. Das ist immer lustig, wenn man in einer Runde erzählen, kannst du noch erinnern auf meinen Opa, auf meine Oma, so ist sicher. Die kennen noch alle. Und da sind alle ganz eifrig dabei. Also das ist wirklich faszinierend, den Leuten da beim Arbeiten zum Zuschauen. Ja, dann geht's das auch. Das ist ganz was Besonderes, gell? Alles, was hausgemacht ist, was handgemacht ist, ist einfach, das schmeckt man. Dass kein Unwetter kommt, kein Hagel, dann wird schon wieder passen, das Jahr. Dass wir im Herbst die Ernte dann feiern können. Seh da! Seh! Wir betreiben Almwirtschaft, wie man da sieht. Treiben 200 Stück oder 220 Stück Vieh auf die Alm. Nur Milchkühe hat keiner mehr herunter. Dafür wird auch herum weder eine Butter gemacht noch ein Käse. Es sind Mutterkuhalmen, wo die Kälber mit rennen mit den Kühen. Und die zweite Alm, dort ist das weibliche Jungvieh. Beheimatet. Von einem Jahr bis zweieinhalb Jahre, bis dort wieder eine Kuh wird. Schau, was ich da hab, schau. Ich geh schon lange auf die Alm, ja. Ja, mitgeholfen habe ich erst seit der Schulzeit. Zusammenmachen ist jetzt noch immer unsere Arbeit. Auf der Alm hat sich für den Johann nicht viel geändert, seit seiner Kindheit. Am Hof im Tal unten hingegen schon. Früher haben wir für die Viecher her alles gehabt. Schweindl, Hühner, Rindviecher, ja, Katzen haben wir jetzt auch noch. Mittlerweile haben wir nur mehr Rindviecher. Und wie gesagt, die halberten treibe ich da auf die Alm auf, für meine Rindviecher daheim. Die Lieblingstätigkeit war sicher mit Traktor fahren. Als Kind oder von Kind auf habe ich da schon angefangen. Nein, sonst ist meine Lieblingstätigkeit in Richtung Forstwirtschaft gegangen. Das war eigentlich mein Spezialgebiet und daher bin ich da herum jetzt da eigentlich hauptsächlich für die Forstwirtschaft verantwortlich. Im Wald wird es wieder wichtiger, darauf zu achten, wann ein Baum gefällt wird. Es geht immer mehr in die Richtung, dass die Holzverarbeiter ein wintergeschlägertes Holz haben wollen. Und dann gibt es noch auch, die wollen das Holz nur beim abnehmenden Mond geschlägert haben. In die Richtung geht es vermehrt. Zu mir hat mein Zimmermeister gesagt, weißt, wenn der Mond imstande ist, Ebbe und Flut zu machen, dann wird er wohl auf den Baum auch ein bisschen einen Einfluss haben. Aber Baum ist nicht gleich Baum. Die Lärchen ist ein bisschen in Mode gekommen, ist ein robusteres Holz, überhaupt witterungsbeständiger und lässt sich momentan ein bisschen besser verkaufen als die Fichte. Die Lärche ist auch der Lieblingsbaum der Schindelmacher Gerald und Reinhard. Das ist der feine Wuchs, der gerade Wuchs, dass es nicht gerade ist. Und dass das ostfrei ist natürlich. Dann geht es eh am schönsten. Ne? Jetzt tue ich es mit den Schindeleisen einmal den Kern wegputzen und den Splint. Der Splint ist der Weichholzanteil von der Lärchen. Der gehört weg wegen dem Wurm. Ja, das ist einmal der Kern. Und jetzt tun wir den Splint weg.
Tischlerei hat mich eigentlich nicht mehr interessiert, weil jetzt viel in der Spanplatten gearbeitet worden ist und ich eigentlich mehr in der Massivholzbranche arbeiten möchte. Und durch das sind wir eigentlich auf Schindelmacher gekommen. Und dann haben wir eigentlich einen Kurs gemacht. Haben dann einen Schindelkurs besucht. Ja, da haben wir uns das beigebracht, wie das Schindeln geht. So, und jetzt wird es da in der Mitte nochmal von angespalten. Und das sieht man da jetzt eh schon ein, weil dann geht das schön voneinander. So, das waren jetzt die fertigen Schindeln und dann bringe ich sie zum Putzen. Eben. Ich sitze da auf der Hanselbank. Die hat man früher eben so verwendet fürs Schindelmachen, aber auch fürs Rechenmachen. Die Hanselbank dient dazu, mir das Teil zum Halten oder die Schindel zum Halten oder damit ich sie klemmen kann. Und die klemme ich mit Hand diesen Mechanismus, indem ich da unten draufstecke, klemme ich herum natürlich die Schindel ein. Damit das Wasser besser anlaufen kann, wird die Schindel nach der Faser geputzt. Im Abschluss wird die Seite geputzt. Die zweite Seite. Ist aber nicht so eine schlimme Arbeit, wie man glaubt. Man bringt dann schon, wenn man da dran bleibt, bringt man schon was weiter. Aber wie gesagt, ist natürlich eine beschränkte Menge ist möglich, die man zeigt. Mit ihren Schindeln decken der Gerald und der Reinhard nicht nur die Alm- und Jagdhütten. Sehr schön. Ich hab's eh schon seit 9, ich werde mir schon heiß nur sein. Ja? Ja. Schauen wir mal, ob es wird. Wir müssen die Schindeln. Aber ein kleines noch nach. Das muss schön heiß sein, wir müssen die nachher biegen. Ja, ja, schon klar. Lass mal rein da und dann Deckel. Wir müssen ganz unter Wasser. Ja. Und dann müssen sie jetzt lang gekocht werden bis vorne. Genau. Das probieren wir dann aus. Im heißen Wasser machen sie die Schindeln weich und biegsam. Für ein gewölbtes Dach. Schauen wir mal, was brauchen wir denn da jetzt? Die Möldere? Oder noch eine Brädere? Ah, die geht schon, meine ich. So, das nächste ist die, dass wir eine schöne Überdeckung haben. Das ja, das geht sich aus. Die tat ich dann. Schau, dass wir da 3 cm haben. Hat man die Woche über hart gearbeitet, dann freut man sich am Wochenende auf den Frühschoppen. Zu einem richtigen Frühschoppen gehört auch eine gute Blasmusik. Kapellmeister der Blasmusik Tiefenbach ist der Anton. Die grundsätzliche Aufgabe ist einfach das ganze Musikalische. Ich bin dafür die Stückauswahl verantwortlich, zum Schauen, dass neue Stücke gekauft werden. Und ja, auch ein Konzert im Jahr organisiere. Ja, und im Prinzip werde ich immer schauen, dass genug Leute da sind, die was spielen. Und ja, eine schöne Aufgabe. Meine Eltern haben immer geschaut, dass wir alle Instrumente lernen. Ich habe 4 Geschwister, die haben alle Instrumente gelernt. Und mein Bruder und ich sind überblieben und wir spielen jetzt im Musikverein. Die Musiker kommen aber nicht nur zum Musizieren hierher. Also die Weihnachtsfeiern und so machen wir halt hauptsächlich da das. Einfach weil die Verpflegung super ist und das Kulinarische. Das schmeckt man halt, wenn alles noch selbst gemacht wird. Wir sind ein sehr altes Bauernhaus. Schon seit 1844 bestehen wir. Das ist ein Familienbetrieb. Und es ist schon seit eh und je Brot gebacken worden. Wir tun selbst Roggen anbauen, fahren damit in die Mühle und verwenden großteils unser eigenes Roggenmehl. Kommt ein bisschen, tut dann ein bisschen mischen mit Weizenmehl.
Und dann tut man es würzen mit Salz, Kümmel, Anis, Fenchel. Und daraus besteht ein Brot. Und das Hausbrot ist natürlich auch, es ist saftiger und hält auch viel länger saftiger. Alles, was hausgemacht ist, was handgemacht ist, ist einfach, das schmeckt man. Ja? Das hat Qualität, das ist die Handschrift vom Haus. Die ganzen Jahre über, der Geschmack ist immer gleich geblieben. Ja? Weil woanders, da kommen auch die künstlichen Zutaten und so, also die Geschmacksträger, und bei uns wirklich alles hausgemacht. Der hausgemachte Speck und das Brot dazu, ein Grain, frischer Grain drauf, das lieben die Gäste. Ich bin jetzt schon froh, wenn einmal ein Essen kommt, ein bisschen was zum, so wie ja, zum Schnabulieren. Sehr gut, das freut uns aber. Ein bisschen Pause machen, so, bitte sehr. Ein bisschen Speck, weil wir haben schon Hunger. Speck, Brot noch gesucht. Ja, dann geht's es an. Oh, das ist ganz was Besonderes, gell? Ja, das ist ein hausgeräucherter Wildschinken. Super, perfekt. Ui, jetzt fährt er zu auch noch. Aber jetzt ist aus. Am 20. Ja. Mahlzeit. Mahlzeit. Auch das Kartenspiel hat hier im Gasthaus eine lange Tradition. Vor 40 Jahren bin ich in diese schöne Gegend, in die buckelige Welt gekommen, beruflich. Ich bin Osttiroler und habe ein bisschen das Gemütliche gesucht und bin durch Zufall hier in dieses schöne, gemütliche Wirtshaus gekommen. Und es hat sich bald ergeben, dass wir da zum Schnapsen begonnen haben. Zu Beginn war es eben so, dass wir eher um Getränke gespielt haben, ein Achtel nach dem anderen. Das hat uns heute am nächsten Tag nicht recht gut getan. Und dann war es meine Idee, schaffen wir uns ein Schweinerl an, also von irgendeiner Bank kriegen wir ein Schweinerl und da haben wir dann pro Bummel einen gewissen Betrag hinein. Und das machen wir jetzt schon seit 40 Jahren. Das ganze Wirtshaus hat einen gewissen Flair, das Natürliche, das Gutbürgerliche. Die Küche stellt sich ein. Sie sind ja Spezialisten, vor allem für die gebratene Forelle. Die ist ja sicher im Umkreis von 50, 100 Kilometer bekannt. Die Forellen kommen aus dem eigenen Teich. Wenn sich der Seniorchef von der Arbeit im Wirtshaus erholen will, sitzt er gerne auch einmal selbst mit der Angel am Wasser. Ja, mein Gott, das hat der Großvater mehr oder weniger schon da gehabt. Und es war mehr, wie soll ich sagen, weil die Feuerwehr noch nicht so ausgerüstet war, das ist eigentlich ein Löschteich. Und dann in den 70er Jahren hat der Fremdenverkehr angefangen und dann waren die Forellen halt mehr. Sehr, sehr gefragt. Und mit den Forellen und mit dem Bachhändl ist der Betrieb gewachsen. Einer dazumals hat es den Begriff regional nicht gegeben, weil es eine Selbstverständlichkeit war, dass es regional ist. Und das ist für uns heute noch selbstverständlich. Jetzt muss ich schauen, weil mein Keder, glaube ich, den haben sie aber gefressen. Nicht? So richtig, es ist ein bisschen warm, so richtig beißfreudig sind sie, nicht? Ja. Ja, wir müssen uns ein bisschen aufs Fischen auch konzentrieren. Da ging es schon, wie ich sag. Ja. Ein bisschen zu jung, der junge Mann. Den werden wir wieder ins Freie setzen. Der Karl ist schon als Kind in das Wirtsgeschäft hineingewachsen.
und dabei immer schon sehr geschäftstüchtig gewesen. Wenn der Getränkelieferant gekommen ist, haben wir ihm geholfen, die Kisten runter von Lastwagen. Weil da haben wir eine Frukade gekriegt. Eine Frukade hat einen Almdollar hat's nur gegeben am Sonntag zum Mittag. Aber am Montag, wenn der Herr Klobasser gekommen ist, haben wir eine Frukade gekriegt. Und wir sind gerannt mit den Kisten, mein Bruder und ich. Und der hat seine Freude gehabt. Dabei hat er mit meinem Vater drin geschnappt und mir mal gelohnt. Das hat schon was können. Und was auch ganz wichtig war für uns, es hat sehr viele Unterhaltungen gegeben. Drei ganz besondere. Michöle-Grenzchen, Katrin-Grenzchen und der Ascher-Mittwoch. Ja, und bei diesen Unterhaltungen war für uns halt sehr wichtig, dass uns die Oma in der Früh aufgeweckt hat, bevor die Zusammenrahmerinnen, die was zusammenkehren, und da hat sie ausgeschaut, das war ja, die haben ein ganzes Jahr dafür gearbeitet, dass sie zu diesen Festen kommen. Ne? Und in so einem kleinen Wirtshaus, 300 Leute, Kraft das auch waren, das war ja eine Unterhaltung an die Raffen, das war nichts. Und da hat es ja die eigenen Ortschaften gegeben, die war. Und einer hat ein Verkehrswort gesagt und die Waschen sind schon geflogen. Hinten nachher haben sie wieder einen Spritzer getrunken. Aber uns war es wichtig, dieses Besserlgeld, was einer runtergefallen ist, dass wir Kinder, mein Bruder und ich, in der Früh die Ersten waren im Wirtshaus und sind auf allen vier umeinander gereiht und haben das Geld. Da ist ein Fünfer gelegen, ein Zehner, 50 Groschen, ein Schilling. Dann haben wir natürlich auch ein bisschen, wenn wir in die Schule gegangen sind und haben wir halt sehr Eis gekauft und dann haben wir halt irgendwo ein Mädchen auch so ein Fitzers kaufen können, oder es war was Besonderes. Dabei ist hier nicht nur getrunken und gerauft worden. Die haben auch gern gesungen, wo man singt, da lass dich nieder. Und meine Schwestern auch alle sehr musikalisch. Mein Künstlername ist zum Beispiel Karel Flott, die goldene Kelle aus Tiefenbach. Weil ich singe gerne einmal um die ganze Welt mit den Taschen voller Geld, ne? Obwohl nichts drin ist. Ne? Einmal um die ganze Welt und die Taschen voller Geld, dass man keine Liebe und kein Glück versäumt. Viele fremde Länder sehen, auf den Mond spazieren gehen. Davon hab ich schon. Gesungen wird auch heute noch das eine oder andere Mal. Gekegelt hingegen nur mehr selten. Er war nicht ganz schlecht. Null Punkte. Jetzt muss ich anräumen. Da habe ich gar keine Arbeit hinten. Da brauche ich nichts aufstellen bei euch. Du hast doch kein Bier verdient. Ja, hier, ja, hier. Ja. Bravo! Eins. Perfekt, Andi! Perfekt! Was? Zwei Punkte für Andi! Thomas! Ja! Nein! Die Runde hat Andi gewonnen! Super! Bravo, Andi! Das ist ja ein Holzkegelbahn, der macht sehr viel Lärm. Und meistens haben die Gäste dann am Abend gekegelt, wenn sie schon in lustiger Laune waren. Und das gibt halt sehr viel Lärm und das hat man halt den Nachbarn nicht zumuten können. Und dann hat man das halt irgendwann einmal auslaufen lassen. Der Thomas hat beim Frühschoppen das erste Mal gekegelt. Zum Schuhplatteln geht er regelmäßig. Mein Papa war auch schon dabei eigentlich. Und der war da bei den Gründungsmitgliedern dabei und dadurch war da eher weniger Verbindung da. Und dann, dadurch, dass ich von der da von Tiefenbach auch bin, haben wir gesagt, ja, das machen wir. Und mit der Partie sind wir das dann angegangen. Ja. Es ist auf jeden Fall ein Sportprogramm, also fit sollte man schon sein, aber das wird man eh, wenn man oft genug probt. Auf was man aufpassen muss, ja, ein bisschen ein Taktgefühl sollte man haben, aber wir haben auch Leute dabei, die nicht so das Taktgefühl haben, die machen es halt dann mit der Routine, das geht dann genauso auch. Ne?
Wir proben jeden zweiten Donnerstag, also jede gerade Woche. Bis früh morgens, bis uns da wieder raus hat. So lange bleiben wir da und dann proben. Natürlich hinten nachher sitzen dann auch. Wir müssen ja besprechen, nächsten Auftritt und alles. Und unsere Plattlausflüge besprechen wir auch, ja. Ich habe früher, ich spiele ja schon ca. 24 Jahre auf der Steirischen Harmonika. Ich habe früher Akkordeon gespielt und habe da einen Musiklehrer gehabt, der hat das nicht so wollen, wie ich gespielt habe. Und dann habe ich gedacht, ich lerne einfach quetschen. Und einfach ist es auch wieder Akkordeon. In Kirchschlag gibt es in der Kirche eine Krippe, die steht das ganze Jahr dort. Da ist von Maria Verkündigung über die Herbergssuche, dann die Geburt mit den Hirten, mit den Königen und dann ist natürlich auch die Kreuzigung drauf, die Grablegung und dann die Auferstehung. Und die Auferstehung ist ganz oben. Gebaut hat sie die Christa mit ihren Mitstreitern. Die Kirche und der Glaube war für mich schon immer sehr wichtig. Das Erste und Wichtigste ist für uns natürlich, dass wir uns im Gebet versammeln. Wir legen alles einmal in die Hände Gottes. Wir denken an unsere Daheimgebliebenen, die jetzt für uns oder anstelle von uns arbeiten. Und dann gehen wir es in Gottes Namen an. Und da sind alle ganz eifrig dabei. Also das ist wirklich faszinierend, den Leuten da beim Arbeiten zum Zuschauen. Und dann sage ich also, eine Stunde bevor jeder zu Hause gehen will, soll er mal sagen, weil dann müssen gewisse Arbeiten dann gemacht werden. Zum Beispiel das Mörteln, wie es jetzt der Christoph hinter mir gerade macht. Und ja, und da sind alle voll Eifer. Es ist sehr schön mit den Leuten zum Arbeiten und sehr aufbauend. Das Wichtigste beim Krippenbau ist für mich der Stall. Das heißt, wir fangen an, stellen nochmal die Krippenfiguren auf, die Gottesmutter links, Jesukind in der Mitte und auf der rechten Seite der heilige Josef. Ja, und alle Tiere, die rundherum sind, das richten wir alles so aus, dass quasi Richtung Jesukind schaut. Einer der Krippenbauer ist der Christoph. Er ist nicht nur Gastwirt, sondern auch Tischler. Das soll werden ein Korkbild. Ich mag die Verbindung zwischen Gastronomie und Tischler ein bisschen, will da ein bisschen verbinden. Und man denkt, wenn wir eh immer so viele Korken überbleiben, man denkt, ich tue die ein bisschen abschneiden, aufkleben und dann wird das Ganze in Epoxyharz eingießen, dass das ein richtig schönes Korkbild wird. Ja, zur Tischlerei bin ich gekommen. Wollte ich eigentlich schon mal als kleiner Bub werden. Die Eltern haben gesagt, zuerst wirst du kochen können, dann kannst du lernen, was du willst. Was ich dann auch mit 27 Jahren gemacht habe. Weil ich einfach nicht wollte, dass ich mit 50 Jahren im Gastzimmer sitze und sage, warum habe ich es nicht probiert. Das war einfach so ein Herzenswunsch von mir. Habe es dann auch super gut hinbracht mit Lehrabschlussprüfung, allem Pipapo. Bin aber dann trotzdem wieder zurückgekommen in die Gastronomie, weil dort auch meine Wurzeln sind, weil ich das auch wirklich gern mache. Und ich kann das aber gern verbinden. Eben einfach da jetzt mit dem Korkbild und bei jedem möglichen Handarbeiten im Hotel, was ich habe, oder im Gastzimmer, kann ich mir das gerne immer selber machen. Wir haben uns sogar selber für die Rezeption einen Couchtisch gebaut. Der ist wirklich super toll geworden, mit 5 verschiedenen Holzsorten. Wird immer gerne wieder angeschaut und die Gäste, und dann werden sie fragen, kann ich auch so einen haben? Und ich habe gesagt, nein, Leute, gibt es nur das auch nicht mal. Normalerweise steht er aber in der Küche und sorgt sich um das Wohl seiner Gäste. Überschlagen und einmal
Schön gerollt. Wie versprochen. Mhm. So, schaut's her. Besteck. Dankeschön. Danke. Bitteschön. Bitte, danke. Dankeschön. 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 Dann bringe ich da gleich. Danke. Dankeschön. Dankeschön. Musi hat's ja immer schon gegeben. Heute spielen die Gabi, der Kurt und die Regina in der Wirtsstube auf. Ich habe eigentlich in früher Kindheit schon angefangen. Zuerst mit Flöte, dann Klavier. Und im Alter von 7 Jahren habe ich dann mit der Zither angefangen. Und habe eigentlich mein Leben lang musiziert. Am anderen Ende der buckligen Welt, in der Nähe von Kirchberg, lebt der Sepp, der sein Lebtag lang in der Landwirtschaft gearbeitet hat. Seit Jänner bin ich in Pension und da haben die Kinder gemeint, ich brauche noch ein bisschen einen Auftrag. Jetzt habe ich da im Freien mit ein bisschen überdachen, habe ich ein Ferkel eingespielt. Und das ist mein Arbeitsbereich. Ich schaue auf die Hühner, auf das Schweinderl. Und den Stall, da lasse ich die Jungen rein und die Frau. Da Petzi! Petzi, komm! Komm, Petzi. Na, was ist mit Petzi? Na, komm. Komm her, Petzi. Mach dir deine Streichleinheiten. Komm her, Petzi. Früher sind die Schweindel, was wir am Hof gehabt haben, ist halt eins noch oder zwei im Jahr, was wir halt gebraucht haben. Selber angestochen geworden. Und der Sautanz, das war die Zeremonie. Da ist halt angestochen geworden, Leber gegessen, dann aufgehört. Und wir haben relativ viel gebraucht. Ich habe ja 8 Geschwister. Und da ist schon was aufgegangen. Ne? Später wurden die Schweine dann zum Schlachten, zum Fleischhauer ins Tal gebracht. Eine Geschichte mal passiert, bin runtergefahren, umgeschmissen. Und die 7 Schweine sind im Waldemarkt umgerannt, um 5 Uhr in der Früh. War Stress. Meine Schwestern sind gerade nach Wien gefahren, arbeiten. Die müssen auch herholen. Und war schon. Aber wenn ich heimgekommen bin, vom Fleischhauer, gerade meine Mutter, die war Heimatdichterin, hat schon ein Gedicht fertig gehabt. Da hat es drin gehabt, den Text, 7 ist eine heilige Zahl. Nur das war einmal. Ne? Das, auf die Stelle kann man erinnern. Schaut nicht schlecht aus, die Frucht. Mhm. Wie passen die Blüte, ja? Ja, der Kukuruz, der Mais, ist heuer halt sehr schlecht. Wenn der Mais so kalt war, mit auch auf 800 Meter, sowieso schon an der Grenze für den Kukuruz. Ja, muss man den Juni erlauben. Hat er gut gemacht. Wenn kein Unwetter kommt, glaube ich, wird es ein guter Ertrag. Beim Kerndl. Und beim Maishaufen halt jetzt, dass wir schönes Wetter haben. In Zukunft da. Und dass kein Unwetter kommt, kein Hagel, dann wird schon wieder passen, das Jahr. Dass wir in Herbst die Ernte dann feiern können. Ja, ganz früher ist das ja so geschehen, dass wir das Kerndl, was wir selber gehabt haben, zum Müller geführt hat. Dort mahlen hat lassen, damit es nachher das Brotbacken waren. Das stimmt, heute macht man es nicht mehr. Das Getreide, was wir anbauen, das wird eigentlich alles an die Rindviecher verfüttert. Jetzt kommen wir uns zum Schlegelgericht, der Schlegelhof. Und wie fast jeder Bauer hier, hat auch der Sepp sein Stammlokal. Und das schon sehr lange. Ja, und am Nachmittag haben wir uns oft getroffen, herum in den Sonntag, wo wir
Schinkenrollen und das gegessen haben, weil uns das Mittagessen daheim zu wenig war und die Gesellschaft mit den jungen Jugendlichen da vorgefunden haben. Weiß ich auch noch gut, der Seniorchef, was heute der Seniorchef ist, hat schon immer Probleme gehabt, weil wir gar so viel Ketchup dazu gegessen haben. Ne? Ja. Da hat es noch die großen Dumm gegeben und der ist nicht nachgekommen mit Nachfüllen. Ne? Und uns hat das damals sehr gut geschmeckt. Ne? Essen und Trinken ist aber nicht alles, was man hier so macht. Hoch auf und noch einen drauf, den zweiten hoch, den dritten hoch. Er muss hinein, durch Sand und Stein, durch Stein und Sand, fürs Vaterland. Im Männergesangsverein ist er selbst schon von Jugend an. Meine Eltern sind damals auf Flut geflogen. Wir waren sehr gläubig und haben gesagt, weil ich damals sehr flügge war, mit 17 Jahren, haben sie gesagt, aber das Wochenende bleibst du daheim. Und da habe ich mir gedacht, ja, wenn ich zum Gesangsverein dazugehe, da haben sie nichts dagegen, bin ich zum Gesangsverein dazugegangen. Und ich habe eine gute Stimme und die haben mir Freude gehabt, dass ich dazugegangen bin. Grüß dich Gott, du schöne Schwagerin, mach mir auf dein Bett eine ganze Honigschossen, lass mir eine zu dir. Der Gesangsverein ist wie eine große Familie. Wir sind ca. 30 Männer, also 30 Mitglieder. Und es sind vier Stimmen. Und ich war von Anfang an dabei. Und es ist, wir haben jeden Freitag eine Probe. Das ist ganz gemütlich und ja, wie eine Familie halt. Gell? A ganze Honigschossen. Der Franz ist nicht nur ein begeisterter Sänger, sondern auch ein begeisterter Jäger. Als Kind bin ich schon mal mitgegangen, Reh füttern. Da hat es einen strengen Winter gegeben. Ich rede jetzt mit einem halben, dreiviertel Meter Schnee und so. Gell? Sind wir mal runter, haben immer die Futterkrippen bestückt und Salzlecken aufgefüllt. Und das hat mir immer schon irgendwie taugt. Gell? Und ich kann mich erinnern, wie ich war 16 Jahre oder was, bin ich auch öfter mitgegangen mit dem Vater und hat er gesagt, schau, das und das, das war zum Schießen und so. Und irgendwann einmal war es so weit, dass er gesagt hat, willst nicht du einmal schießen? Und ich sag, ja, nein, habe ich nicht gesagt. Gell? Dann habe ich so einen Knäpfler erlegt. Gell? Das Herz ist mir gegangen. Ich war irrsinnig nervös, aber es war ein schönes Erlebnis. Und natürlich mit 18 Jahren war das sowieso klar, dass ich die Jagdprüfung mache. Nein, gestern hat der Vater einen Buck geschossen. Aha. Ja, na, du, für so einen 90 Jahre ist das ganz brutal los. Was das ist. Das sind selber ausgesucht. Ich hab mir gesagt, den und den, sondern ist hergegangen und hab gesagt, huck ins Revier, schau, was da passt. Aha. Ein alter Herr und alles. Und ein älterer Bock? Älter, der 4 Jahre. 4 Jahre? Aber ein bisschen Abnormität. Super. Und auch frei gehabt, oder? Was heißt? Waren gleich der Hannes, ich, alle waren gleich dort. Das kann man vorstellen. Passt, ich glaub, da können wir um. Hochstand, gell? Massiver Hochstand. Ja. Den hat der Vater und ich vor 5 Jahren gebaut. Super. Alles schaut das. Kampf schaut gut aus. Der wird uns beide überleben. So, da. Kommen wir hinein da. In die gute Stube. Das letzte Mal, Bernhard, ist da unten, rechts von dem Wiesel, ein Bock ausgezogen, hoch auf, stark gestangen, eine gute Auslage, 4-5 Jahre. Bernhard, da unten ist ein Bock ausgezogen. Ma. Schau, da rechts unten. Jetzt für uns, das kommt, das ist der, was du gemeint hast. Vorher. Ist er das? Das ist er da, ja. Dann passt's. Das. So. Weidmanns Heil erst. Weidmanns Dank. Der Bock liegt. Super.
Das erlegte Wild verarbeitet der Franz noch selbst. Dabei verwertet er alles vom Tier, nur die Decke nicht. Früher sind immer die Föhhändler gekommen. Wir haben einmal so Heidelhändler gekommen, haben immer die Decken abgeholt für die Fuchsen, für die Rehe. Das hat sich aber komplett aufgehört. Das tut sich keiner mehr an. Vor allem die Wildwürste sind hier eine Spezialität. Mein Vater ist eigentlich, der hat der Fleischhauer gelernt und hat mir das eigentlich dann sukzessive immer, hat er mich mitgenommen dazu, hat gesagt, schau her, so und so geht es. Und dann habe ich es eigentlich von ihm gelernt. Gell? Und ich muss ehrlich sagen, es war ja gut, weil so machen wir jetzt da eine Wildwurst. Wir machen auch Wildbratwürstel. Und das ist natürlich eine Spezialität, was nicht jeder selber macht. Gell? Das Um und Auf bei den Wildwürsten ist das richtige Selchen. Eingeweiht bin ich durch den Vater gleich geworden. Gell? Also, ich habe als Bub immer schon zugeschaut, das hat mich eigentlich schon interessiert. Und dann irgendwann einmal war es so weit, dass ich gesagt habe, jetzt machst du es du. Gell? Und es war ja irgendwie eine Herausforderung für mich. Es war ja irgendwie als Bub schon da ein bisschen mit dem Buchenholz, dann haben wir ein bisschen Kranerwecken rein, Wacholderstauden und die Saugscharten. Und wenn das dann schon langsam anfängt dann zum Rauchen und wenn das Ganze eine Farbe kriegt, das ist ja ein Erlebnis. Also die Wildwürstel, die werden wir dann viermal aussuchen. Und das machen wir in zwei Tagen circa. Gell? Also am ersten Tag werden wir es zweimal aussuchen, dann werden wir es in der Nacht ausgelassen. Und am nächsten Tag werden sie dann noch mit zweimal angesucht. Dann kriegen sie schon eine richtige, so eine goldbraune Farbe. Und dann lassen wir es noch ein bisschen hängen, das Luft trocknen. Und dann sind sie fertig eigentlich. Gell? Fast jeden Abend treffen sich die Jäger. Und manchmal wird auch eine Trophäe mitgebracht. Ja, Weidmannsheil, meine Herren. Ja, ich hab schon gehört, dass du geschossen hast. Ja. Super, und alles schon aufbereitet. Alles aufbereitet, schaut super aus. Bist du deppert schon, wie er. Der alte Herr hat das super gemacht. Darf ich mich hersetzen zu euch? Ja, setz dich mal her. Super, schau mal super. Der Vater hat dir ausgekocht, alles der richtige Wahnsinn. Na, das tut er gern und ja, das der macht er gut. Bist du neu. Na, das ist ein guter Bock. Ja, das kann. Lang ausgeschaut. Das ist ein guter Bock. Schwer. War kein leichter Schuss, gell? Aber es ist dann gut gegangen. Der Franz hat auch was geschossen. Der Wirt. Ja, ich war mit ihm draußen und auf einem Ding schon einen guten Bock gehabt. Ja, Weidmannsheil, liebe Weidkameraden. Ja, super. Na, Weidmannsheil, Franz. Ich hab euch da ein bisschen was mitgebracht. Ein bisschen ein Jausen. Das ist eine selber gemachte Wildwurst. Und ein gutes Brot dazu. Schaut gut aus. Und die Claudia hat ja was geschossen, da müssen wir ja da recht anstessen dann, gell? Schaut er das ja. Die ja. Nein, hab noch nicht gesehen. Ja. Massiv, massiv. Ja. Ich hab auch schöne Freude damit. Das kann man vorstellen. Ja, wunderbar. Jetzt müssen wir gleich mal anstessen da. Also dann Weidmannsheil. Ja, Weidmannsdank. Heil. Früher ist man ja nicht so leicht ins Wirtshaus gekommen. Da war ja früher nicht einmal eine Asphaltstraße noch. Das war nur eine gewöhnliche Sandstraße. Und da sind sie halt noch mit den Pferden gekommen, die Leute. Ne? Ja, die Bauern in der Sundach. Wenn die Messe in Hasbach war, wir kennen so Hasbach. Ne? Und da war die Messe. Und dann sind sie alle aufgekommen zu uns. Mit den Fahrzeugen, halt, die sie gehabt haben. Ne? Die haben das schon gewusst, dass man schon so selber gemachte Sachen haben. Ne? Zum Beispiel Gulasch, Würstel mit Saft oder sonst ein Salz, eine saure Extrawurst, eine Presswurst. Und manche sind sitzen geblieben, die haben am Mittag gegessen auch gleich. Ne? Und da haben wir ja Schweinsbraten und was, halt so, was wir jetzt auch gehabt haben. Ne?
Und manche sind erst ganz am Abend heimgegangen bei den Bauern, die was dann niedergehalten haben. Ne? Und sind dann halt später heimgekommen. Die Fallis haben damals allerdings nicht von der Gastwirtschaft alleine gelebt, sondern auch vom Schuhmachen. Da sind die Bauern gekommen mit den Schuhen zum Reparieren. Ne? Und dann waren wir auch oft, wenn ein großer Bauer war, der was viel Angestellte gehabt hat, ne? Also Bedienstzeit halt so. Das war zu viel, da sind wir hingegangen und sind auf die Stör gegangen. Heißt das, nicht? Und da waren wir ein paar Tage dort. Nicht? Da sind wir heim auf die Nacht wieder. Oder wenn er weiter weg war, haben wir dort schlafen können. Da haben wir den ganzen Werkzeug mitgenommen. Das war so ein Kraxen, wie man sagt. Nicht? Und da war halt das ganze Werkzeug drin für die Schuhmacherei. Nicht? Und da haben wir dann gearbeitet. Halt. Und dann nach ein paar Tagen sind wir fertig gewesen. Dann sind wir wieder nach Hause und dann ist der Bauer wieder mal gekommen. Und da haben wir schon alles zusammengeschrieben gehabt, was das alles kostet. Ne? Und dann haben wir gerade, wie man sagt, gleich gemacht. Ne? Erst mit dem Tourismus hat sich vieles verändert. Und ich kann mich noch erinnern, immer wenn die Wiener gekommen sind, hat die Mutter immer gesagt, seid brav, das sind die Kinder aus Wien. Und tatsächlich mit denen unterhalten und spielen, ja. Und zeigt ja noch alles halt, so auf die Art halt, weißt? Auch am Bauernhof vom Johann haben sie früher Zimmer vermietet. Und auch er war viel mit den Gästekindern unterwegs. Schwammerl suchen, ein wenig fischen beim Bach. Kier halten haben wir damals auch noch ein wenig müssen. Ja, war schon eine lustige Zeit. Man versteht es ja, warum die Leute so gerne hierher kommen. Auch wegen den Almhütten, die am Wechsel Schweigen genannt werden. Zum Einkehren, es lohnt sicher jede Hütte ein, auf einen kleinen Einkehrschwung und wie es auf da oben gehört. Man geht bei keiner Hütte vorbei, sagen wir immer. Hier in der buckligen Welt bleibt keiner allein, der es nicht will. Ohne Gemeinschaft geht es einfach nicht. Und so tanzen, speisen und singen sie hier. Bei so einem Buch, da kann man nur eins machen, wir singen ein richtiges, kräftiges Weidmannsheil. Was? Wir trinken Weidmannsheil. Wir trinken Weidmannsheil, Weidmannsheil, Weidmannsheil.